wenn sich mehrere Biker treffen, geht es eigentlich immer nur Vollgas. Ja, Vollgas war in der Tat angesagt beim mittlerweile schon traditionellen Mountainbike-Camp in St. Engelmar. Bereits zum 8. Mal wurde dieses Event in der Bayerwaldgemeinde vom örtlichen Mountainbike-Verein Sportivo St. Engelmar ausgerichtet. Für die insgesamt 65 Nachwuchssportler eine Art Sichtungslehrgang, um sich für das Bike-Junior-Team zu empfehlen. Es sind die Profis da, die fahren mit den Jungen und es sind die Trainer da, wie, oder die Teamchef Andi Rottler vom Merida Multivan oder Gerhard Düll vom Bike Junior Team. Und die schauen sich diese Sportler an. Und wenn einer, man kennt es ja, ob er Talent hat dazu, dann wird er angeschrieben und dann kann er sich bewerben für das Bike Junior Team. Einer, der diesen Sprung schon geschafft hat, ist Dennis Wahl. Für den 13-Jährigen war das MTB-Camp in St. Engelmar im vergangenen Jahr ein wichtiger Schritt in seiner noch jungen Karriere. Ich war letztes Jahr schon da und dann haben sie einen neuen gesucht, U15er vom Jungjahrgang. Und dann waren ein paar da und ich war dann halt der Favorit. Letztes Jahr war ich bei einem Nationalteam in Frankreich. Da war ein TFGW, da haben uns die Franzosen eingeladen. Dann vor 2 Jahren war ich bei der Bavü Dritter, also Baden-Württembergische Meisterschaft. Und dieses Jahr lief es nicht so gut, weil ich auch meinen Armbruch hatte. Sinn dieses Camps ist es übrigens, junge Sportler in verschiedenen Leistungsgruppen an eine mögliche Profikarriere heranzuführen. Ein Tag im Camp ist daher auch wahrlich kein Zuckerschlecken. Morgens um 7.30 Uhr ist Frühsport, dann frühstückt man danach, dann fährt man das erste Mal. Dann gibt es Mittagessen und dann fährt man nochmal und abends gibt es eine Theorie nach dem Abendessen. Harte Arbeit also, die sich aber am Ende auf jeden Fall auszahlt. So wie beim 18-jährigen Georg Ecker aus der Nähe von Augsburg, der sich aktuell auf dem Sprung zum Profi-Mountainbiker befindet. Dabei ist er quasi ein Naturtalent. Ja, zum Biken bin ich gekommen über meinen Vater eigentlich, über einen Kumpel von meinem Vater. Der hat meinen Vater zu einem kleinen Rennen angemeldet. Hier, also bei uns in der Umgebung, das war eine Landkreismeisterschaft und ja, dann bin ich da zum Spaß dann einfach mitgefahren und dann habe ich das Rennen gleich gewonnen. Das MTB-Camp in St. Engelmar war dann sozusagen die nächste Anlaufstelle für Georg Ecker. Zum ersten Mal war er vor 6 Jahren mit dabei, danach folgten Nominierungen für den Bayern- und Nationalkader und viele weitere Erfolge. Ich war im Weltcup schon mal öfter Top 10, ich war bei der Europameisterschaft dieses Jahr 6., letztes Jahr bei der WM 13., dieses Jahr 7. bei der WM und ja, mit dem Team, mit dem deutschen Nationalteam, habe ich bei der WM dann auch den 3. Team rangeholt, also die Bronzemedaille und das war eigentlich mein größter Erfolg bis jetzt. Großen Anteil daran hatte dabei vor allem auch das MTB-Camp im Bayerischen Wald, bei dem er getrost als Stammgast zu bezeichnen ist. Und ohne diese Veranstaltung hätte er es bisher wahrscheinlich auch nicht so weit gebracht. Ich denke, es wäre für mich auf jeden Fall schwieriger geworden, ja. Ich denke, irgendwie wäre ich vielleicht trotzdem nach vorne gekommen, weil ich immer meinen eigenen Kopf habe und motiviert bin, vorwärts will. Aber es wäre schwieriger geworden. Wenn man einen guten Background hat, ist das immer gut. Gut sind auch Eggers Aussichten für die Zukunft, auch wenn der Weg zum Profi noch ein steiniger wird. Das nächste Jahr wird happig. Da bin ich dann in der U23, da sind 4 Jahrgänge zusammen in einer Altersklasse. Und da wird es halt dann natürlich schwer, da fahren dann Typen mit, also zum Beispiel der Julian Schelp, das ist auch ein Deutscher, der war dieses Jahr Vize-Weltmeister, gegen solche Leute muss ich dann halt ankämpfen. Und das wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich gebe mein Bestes und will auch weiterhin im Nationalteam dann bleiben und vielleicht nächstes Jahr schon wieder für die WM dann qualifiziert sein. Und vielleicht bringt Georg Ecker dann im kommenden Jahr eine weitere Medaille mit in den Bayerischen Wald. Denn hierher kommen wird er auf jeden Fall wieder. Die Jungs waren hier alle am Anschlag. Und alle haben echt richtig Spaß. Auch hier die Region ist top zum Biken, also ich bin noch nie auf so schönen Trails gefahren wie hier. Großes Lob also auch für die Veranstalter, die schon jetzt mit den Vorbereitungen für 2014 beginnen können. Denn die Zusage für die 9. Ausgabe im nächsten Jahr haben sie bereits wieder erhalten.